Guten Morgen zusammen. Na, was glaubt ihr, welche Palette gewonnen hat? Und? Es ist heute die I am a woman. What's your superpower? Mit, ich glaube, 7-6 Stimmen. Also ganz, ganz knapp. Deswegen wollte ich euch einfach mal die Sigma-Palette zeigen, kurz, bevor wir mit der anderen anfangen. Das ist einmal die Sigma-Palette. Und ich zeige euch im Vergleich einmal, das ist die New Mod. Ich hoffe, jetzt blende ich euch nicht zu dolle. Das ist die andere Palette. Im Prinzip von der Color Story sind die sehr, sehr ähnlich. Die ist größer. Die hat ein, zwei Special Shades, aber die sind auch nicht ohne. Deswegen, ihr konntet euch im Prinzip Color Story mäßig nicht extrem aussuchen, aber ihr konntet immerhin die Brand wählen, welche ihr denn lieber sehen möchtet. Und heute geht es dann mit der Ciafe Palette los. Eine recht große Palette von warmen Tönen bis hin zu etwas kühleren Tönen. Von Standardschimmer bis über richtig schön glitzerig. Also da sind wirklich ein paar Töne dabei. Dieser hier zum Beispiel, der ist richtig gut. Und dann gibt es aber auch wieder hier die eher normalen Standardtöne. In einem wunderschönen Rot. So wie... Ja, das sind eher, da ist auch nochmal ein orangener ein bisschen. Da ist einmal der rote, das ist eher der kupferfarbene. Also die haben schon was. Ist jetzt nicht, dass diese Palette schlecht ist. Ich swatche euch einmal ein paar von den Special Shades in der Sigma Palette. Übrigens können die Special Shades nicht mit den Special Shades von... Zum Beispiel, das ist einer, der ist sehr, sehr dünn. Dann ist einmal so, also ich muss sagen, ich hatte mir die Sigma-Qualität besser vorgestellt. Ja, das sind eher, das sind zum Teil hier, die beiden sind Art Duochromes, aber jetzt nicht die extrem besonders glitzerigen, sondern eher auf der Satin-Finish, noch nicht mal, aber... Hi, guten Morgen, Janet. Schöne Farben hast du da liegen. Bin gespannt auf deinen Look. Mache mich jetzt auch fertig. Oh, cool. Ja, dann viel Spaß. Also, wir nehmen heute die Palette. Die heißt nämlich, die hat gewonnen. Ich bin schon gespannt, was ich daraus mache. Ich sehe hundemüde heute aus, obwohl ich gut geschlafen habe. Tut mir leid. Ist halt manchmal so. Hab gerade schon unter meinen Augen hier den von Essence verteilt, damit das nicht ganz so schlimm aussieht. Aber dafür bin ich jetzt halt ein bisschen mehr weiß. Aber besser weiß als total fertig. Ich weiß nicht, was ich heute gemacht habe heute Nacht. Ich habe so gut gepennt, aber irgendwie, naja, hat es meinem Gesicht nicht gut getan. Ich habe gerade schon Augenpatches benutzt und eine kleine Maske geteilt. Ja. Ja, irgendwie weiß ich nicht. Also... Man ist irgendwie ich bin irgendwie heute müde. Ich habe so feste geschlafen. Ich wollte gar nicht aufstehen, bis ich dann die anderen alle gehört habe aus meinem Haus, die dann schon fertig geduscht sind. Dann dachte ich mir, jetzt hüpfst du auch schnell unter die Dusche. Deswegen, Haare sind noch komplett nass. Die habe ich mir jetzt erstmal in den Zopf gepackt. Die lasse ich eigentlich auch im Winter immer Luft trocknen. Funktioniert bei mir gut. Ich bin dadurch nicht weniger erkältet, sondern oder nicht mehr erkältet, sondern eher weniger erkältet. Und ja... Werden halt erst später in irgendwie einen Zopf geformt oder so. So, dann sette ich mir mal mein Augenlid mit dem ersten Ton. Das ist dieser. Nimm dazu einfach... Ne, das ist ein falscher Pinsel. Da ist schon was dran gewesen. Und der heißt übrigens Frida Kahlo. Also ist wirklich nur ein Setting-Ton. Aber sowas braucht ja auch eine Palette irgendwo. Ich meine, ich habe so... Ein Single-Lid-Schatten von Wet n Wild, den ich sonst benutze, wenn ich wirklich gar keinen Setting-Ton habe und dran denke, den zu benutzen. Ich benutze übrigens das immer nur am oberen Augen, im oberen Augenbereich, damit sich die matten Töne besser ausblenden. Aber ich habe ja eine Lidschatten-Base draufgetan, die will ich dadurch auch nicht zerstören. Deswegen benutze ich das wirklich nur im oberen Bereich. So, jetzt geht's schon los. Welchen Farbton nehme ich in meiner Crease? Da ist echt sowas von die Auswahl drin. Man kann im Prinzip den Ton nehmen, den Ton. Der ins Bräunchen gehende, da ins Roséfarbene. Also man hat da echt viele Auswahl. An dunklen Tönen sind halt die beiden da. Oder die drei.
Ich finde die Auswahl so schön. Man kann wirklich in mindestens 3 komplett unterschiedlichen Looks gehen, ohne dass man jetzt die Palette wechseln würde und hätte auch immer alle Farben in der Tiefe und so weiter da. So. Ich glaube, ich gehe zuerst mal in den Harriet-Ton rein und setze mir den primär in die Crease. Der kommt auch ein bisschen rosastichiger raus, als er im Pfännchen wirkt, aber die lassen sich so gut auftragen. Catrice hat ja auch eine Palette in der Variante mal rausgebracht. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Die ist aber bei weitem von den Schimmertönen nicht so schön wie diese hier. Die habe ich nämlich deswegen auch schon wieder aussortiert, weil ich genug in diesem Farbbereich habe. Aber diese Palette, die kann es halt einfach. Guten Morgen! Ich schminke mich heute mit der I Am A Woman What's Your Superpower Palette von Ciate. Da bin ich bei dir. Ein Basic-Ton ist ein Muss in einer Palette. Spiele jetzt eine Runde Lidschattenlotto. Oh, cool. Das habe ich auch noch mal vor. Ich habe eine ganz große Palette von Beauty Bay. Da werde ich mit euch auch im Live ein Lidschatten-Bingo, Lidschattenlotto spielen. Das finde ich nämlich auch immer eine ganz coole Sache. Und gerade im Live kann man halt auch nicht irgendwie noch mal rotieren oder nochmal rollen lassen, wenn einem die Farbe nicht gefällt, sondern muss wirklich bei den Sachen bleiben, die man gewählt oder gesucht hat, bekommen hat. So, jetzt gehe ich noch einmal in den hellen Ton, um das ein bisschen softer zu machen. Nee, wir haben keine Ferien mehr. Die sind jetzt am Freitag zu Ende gegangen. Heute sind alle wieder in der Schule. Kindergarten ist ja so oder so keine Ferien. Und die ganzen Schulkinder haben bei uns wieder Ferien, ja, da kommen die geilsten Looks bei raus, wenn man so einmal rumrotieren darf. Ich hatte auf Instagram auch mal eine Gruppe, die dann 2 Generators gemacht hat. Einmal die Farben, wie viele du hattest, wie viele du bekommen hast. Und dann haben wir das immer in einer Gruppe geschminkt und dann, ich glaube, eine Woche oder 2 Wochen dafür Zeit gehabt, diesen Look online zu stellen. Da gab es dann die Sache, wie, ich glaube, von 1 bis 5 Farben konntest du dann bekommen und musstest dann auch mit der Farbe deinen Look schminken, beziehungsweise auch mit den 5 Farben oder 4 Farben, die du dann bekommen hast bei dem Color Generator. Da waren es aber dann auch wirklich nur Farben, die man sich dann in der Palette bzw. in den Paletten dann zusammensuchen konnte. Und jetzt nicht wirklich die eine Palette und dann so ein Lotto-Bingo, so ein Bingo-Spiel. Oh, das ist auch schön, den ersten Ferientag. Obwohl, das Wetter ist ja echt frisch geworden in letzter Zeit, in den letzten 2, 3 Tagen. Vorgestern bin ich nochmal, ich baue mir den nochmal ein bisschen auf, mit dicken Pulli rausgegangen und heute nehme ich fast die Winterjacke. Das ist schon echt übel. So, welchen Ton nehme ich mir denn im Außenbereich? Wir haben im Prinzip den dunkelbraunen, dann haben wir ein Rot oder ein Bordeaux und einmal den Rot. Ich würde sagen schon fast. Der wäre mir jetzt zu matchy-match. Ich versuche entweder braun oder den. Ich glaube, ich nehme erstmal den und schaue mal, wie tief der geht, wirklich auf dem Auge. Oder ob ich mir den dann nochmal mit dem Braun ein bisschen dunkler mache. Ja, ein passenden Pinsel zu finden, ist immer bei mir ganz toll. Da ich ja so kleine Augen habe, so, nehmen wir einfach den und machen den sauber. Passt zumindest die Farbfamilie. Hast du einen Eyeshadow Base benutzt? Ja, ich habe die Urban Decay Primer Potion benutzt. Die benutze ich jetzt, um sie aufzubrauchen. Welche ich auch eigentlich gut finde, ist die von Milani. Aber man kann im Prinzip fast jede benutzen, finde ich. Ich habe auch die Essence gemocht, Dizzy Eye Heart, irgendwas. Genauso auch jetzt die neue von Essence ist nicht schlecht. Wenn man jetzt in dem günstigen Bereich bleibt, kann man auch die neue von Essence benutzen. Die ist auch gar nicht mal so übel. Die hält den Lidschatten da, wo er soll. Und ist halt
ganz einfach zu bekommen. Die ist Urban Decay ist ja schon fast überall ausverkauft. Die ist eigentlich überteuert, aber ich habe die halt da. Und dann brauche ich die auch auf. Also ich finde, da braucht echt bei einer Eyeshadow Base, die braucht nicht teuer sein. Da funktionieren auch die ganz einfachen. Und die halten den ganzen Tag. So, jetzt ist das schon mal ein bisschen dunkler geworden in meinem Außenbereich. Den muss ich mir immer recht dunkel setzen. Dadurch verdecke ich so ein bisschen mein Schlupflid, was heute ganz doll ist. Und ja, dann macht man das ein bisschen ansprechender. Und im Außenbereich, der ist mir im Moment noch egal, den muss ich halt relativ weit nach unten ziehen. Dadurch, dass halt das Auge so ein bisschen so reindrückt, entsteht sonst eine Lücke. Aber ich mache das nachher mit, wie heißt das Zeug? Concealer wieder weg. Ein ganz einfacher Trick. Funktioniert aber total genial. Jetzt gehe ich noch. Gut, dass ich den Pinsel in mein Pinselteil reingesteckt habe. Welche Eyeshadow Base benutzt du denn? Oder wo kommst du am besten mit klar? Ich muss jeden Tag eine benutzen, weil ich halt wirklich Schlupflider habe und auch so langsam Fältchen überall an den Augen kriege. Und da funktioniert das halt ohne Eyeshadow Base nicht. Funktioniert aber auch bei mir noch nie. Ich habe früher, als mir das noch nicht bewusst war, dass es sowas gab, habe ich das immer ohne Eyeshadow Base benutzt. Und dann sind mir wirklich die ganzen Lidschatten innerhalb von einer Stunde in die Crease gerutscht, in die Fältchen reingerutscht und dann sah das immer ganz schrecklich aus. Beziehungsweise manche fanden das dann auch sau cool und haben gesagt, boah geil, wie hast du denn die geilen Linien da hingekriegt? Ich dachte mir nur so, ja, mein ganzer Lidschatten ist da reingerutscht, das ist keine Linie, das ist nicht gewollt, aber wenn du meinst, es sei gewollt, dann akzeptiere es und dann sage ich auch lieber nichts. So. Ich switche immer zwischen den beiden Farben hin und her, um den bestmöglichen Übergang zu machen, um Tiefe zu erzeugen. Und zu gucken, ich habe hier übrigens meinen dicken, fetten Spiegel stehen, nutze aktuell eine von Catrice. Urban Decay wäre auch interessant, aber wenn es das Gleiche macht, bin ich nicht bereit, das Geld dafür auszugeben. Ja, das stimmt. Also, ich habe die von Essence gehabt, die neue, die, wie heißt die denn, Hero oder so, Eyeshadow Base, die war auch super. Die hat im Prinzip das Gleiche gemacht. Und die Urban Decay kriegst du kaum und da, die kostet einfach viel zu viel für das, was die tut. Die soll halt wirklich nur das Pigment an der Stelle halten, wo es sein soll. Hast du heute? Achso, da. Und mehr braucht die bei mir nicht machen. Was ich für Schimmerlidschatten benutze immer, ist das NYX Glitter Glue. Aufpassen, nicht bei allen Schimmerlidschatten funktioniert es besser als ohne, denn man muss gucken, wie die Konsistenz ist. Wenn die zu dünn ist, die Konsistenz, merkt man dieses Klebrige von dem NYX Glitter Glue immer noch durch und dann rutscht es trotzdem in die Lidfältchen. Da würde ich lieber auf eine Lidschattenbase verzichten oder auf so ein Glitter Glue verzichten. Und ja, ich trage mir den jetzt einfach da auf, wo ich meine Schimmerlidschatten habe, dadurch sind die einfach noch 10-mal besser und 10-mal leuchtender. Habt ihr ja auch gerade kurz geswatcht. Also da wird das garantiert funktionieren. Die sind auf der bisschen trockeneren Seite. Und sind auch nicht ganz so dünn wie zum Beispiel die von Sigma. Die sind sehr, sehr dünn. Und da muss man wirklich dann schichten und gucken, dass diese Sticky Eye, ne, sieht man ja auch an meinen Augen. Die sind ja nicht mehr die neuesten und die jüngsten. Wenn man merkt, dass das immer noch sticky ist, dann hat man Pech gehabt, dann rutscht es nämlich trotzdem in die Fältchen. Und wenn zum Beispiel der Lidschatten zu cremig ist, dann kann das auch sein, dass das schneller in die Fältchen rutscht und dann würde ich empfehlen, eher die Lidschatten-Base oder beziehungsweise das Auge ganz, ganz abzumattieren und dann versuchen, mit meinem Lidschatten drüber zu gehen. So. Passend natürlich wäre jetzt der Ton. Der ist auch wunderschön. Zumindest jetzt als Übergang. Den werde ich auch benutzen. Beziehungsweise man kann auch. Der ist halt wirklich nur metallisch leicht glänzend und der ist in your face mit ein bisschen Schimmer. Mit ein bisschen Silber. Den werde ich auf jeden Fall jetzt benutzen. Gerne.
Ja, das sind einfach so Erfahrungen, die man dann irgendwann sammelt. Besonders bei Indie-Lidschatten. Die funktionieren nämlich wirklich nicht immer. Den werde ich jetzt benutzen. So wie zum Beispiel ein Essence- und ein Catrice-Lidschatten. Die haben meistens irgendwie irgendwelche Zickigkeiten oder schneller Zickigkeiten als jetzt hier die Standarddinger. Ich gehe auch einfach mit meinem Finger rein. Funktioniert am besten für mich. Ich habe keine langen Fingernägel. Ich kann das nicht haben. Mir knicken die auch immer ab. Ich habe ganz viele, wie heißt es, Nagellacke, aber irgendwie nutze ich die meisten einfach nicht, weil die mir halt so ganz so schnell abknicken. Und bei mir hält kein Nagellack. Auch mit einer Base und was auch immer drunter hält es nicht. Deswegen, die sind meistens ganz normal natürlich gelassen. Und dann ist es ganz einfach, damit reinzugehen. Den NYX Glitter Glue, wenn es den bei DM nicht gibt, auf Amazon gibt es den im Prinzip für den gleichen Preis. Kann man sich über die Prime-Mitgliedschaft oder was auch immer ganz schnell holen. Der ist nämlich auch davon. Da war ich nämlich zu voll, in den DM zu laufen, und meistens kriegt man die sogar noch ein bisschen günstiger. Ich glaube nämlich noch nicht mal, dass mein DM so NYX Glitter Glue hat. So, für den Außen-Innenwinkel habe ich einmal den Lidschatten, den und den. Ich swatch die einfach mal nebeneinander, um zu zeigen, wo denn überhaupt der Unterschied ist, beziehungsweise selber nochmal zu schauen. Die Lidschattenpalette habe ich schon etwas länger, aber ich habe sie auch schon etwas länger nicht mehr benutzt. Das ist einmal der eine, der andere. Da sieht man nämlich, glaube ich, ein bisschen die Untertöne. Der ist eher der silbrige, der geht eher ins goldene und der ist ein Tacken dunkler. Ja, in manchen DM-Filialen gibt es halt eine NYX-Theke. Da wird es den Glitter Glue auch gut geben. Und wenn es den wirklich nicht gibt, kann man den auch online kaufen oder halt bei DM, glaube ich, online gibt es den auch. Jetzt muss ich erstmal schauen, welchen. Genau, ich nehme den helleren. Der passt nämlich, der ist der in der silberen Variante. Den gibt es nämlich dann auch wirklich bei Amazon. Für, ich schätze mal, 7-8 Euro kostet der um den Dreh. Der ist etwas teurer, finde ich schon, aber der hält dir ewig. Der hält ihr wirklich ewig. Meiner ist irgendwann der alte kaputt gegangen. Den habe ich. Also es steht 6 Monate drauf, dass der angeblich nur 6 Monate funktioniert. Meiner hat bestimmt 3 Jahre funktioniert, ohne dass der schlecht geworden ist. Bei mir ist irgendwann nur das hier abgebrochen. Und ja, dadurch ist Luft reingekommen, dadurch ist er ausgetrocknet und deswegen habe ich mir den neu gekauft. So. Jetzt bin ich mit dem, wie heißt er denn? Ella Fitzgerald, das ist der hier gewesen, in den Innenbereich gegangen. Das ist im Prinzip der hellste Ton aus der Palette. Der mit dem meisten Silberanteil oder mit den meisten hellen Pigmenten. Und jetzt gehe ich einfach mit beiden Fingern in den und in den rein und blende mir dadurch den Übergang ein bisschen schöner. So kann man ganz einfach die Farben miteinander verbinden und sich da einen schönen Übergang setzen. Ist auch jetzt kein extrem aufwendiger Look, beziehungsweise extrem, weiß ich nicht, ne, was man so jetzt nicht im Alltag tragen könnte, sondern wirklich das, was man im Alltag trägt. Zumindest trage ich das im Alltag und ich muss wirklich gucken, dass ich das Auge ein bisschen höher setze vom Schimmer her, weil das immer, weil man dann so ein bisschen die Crease übermalt, beziehungsweise dann hat man nicht das Gefühl, die so alt sind, dürfen auch mal kaputt gehen. Genau, grundsätzlich bin ich der nachhaltige Typ und versuche aufzubohren, anstelle gleich 10 Produkte parallel offen zu haben. Genau, das geht bei mir. Ja, okay, bei Lidschattenpaletten, Dankeschön. Bei Lidschattenpaletten bin ich eher der Typ, ich möchte gerne ausprobieren. Die halten aber auch sehr, sehr viel länger als zum Beispiel so ein flüssiges Produkt. Bei Concealer zum Beispiel. Da brauche ich auch wirklich die Sachen auf, die ich auf habe. Ich habe den auf, der ist so gut wie leer. Das ist der von Max Factor. Dann habe ich noch einen von Jouer auf. So ein bisschen hochpreisiger, aber macht auch nicht viel was anderes. Dann habe ich genauso gut einen von Max & More auf. Und ich glaube noch einen von Catrice, aber die brauche ich jetzt auch erst zu Ende, bevor ich da wirklich mir was Neues benutze, bevor ich da irgendwie was Neues aufmache aus meiner Sammlung. Ich habe noch 1-2 Dinge da zu Hause rumliegen, aber
Da müssen erst die alten leer gehen. Genauso auch Foundation. Also alle flüssigen Produkte, die möchte ich gerne zuerst fertig haben, bevor ich dann auch wirklich in was Neues rein dippe. Bei den anderen Dingen, also bei Lidschattenpaletten, da bin ich dann doch lieber eine, die gerne mal ein bisschen was ausprobiert. Ich mache auch im Moment auf meinem Kanal ja ein Project Pan von einer Lidschattenpalette. Die möchte ich gerne aufbrauchen. Es ist aber echt anstrengend. Das sind nur, ich schaue gerade mal, irgendwo steht das, 10 Gramm und es sind 16 Farben. Also das ist 0,6 Gramm pro Farbe und es dauert eine Ewigkeit, bis man wirklich mal so eine Palette wirklich aufgebraucht hat. So, jetzt gehe ich in die aktuelle Essence Foundation rein. Die muss ich mir aber schon mischen. Ich habe mir die in Dark Fair oder so geholt. Ich hätte mir die in Light Fair holen sollen, weil die echt schon richtig dunkel ist. Und mache die mir ein bisschen heller mit der Matte Base von Makeup Revolution. Die gibt es auch beim Action zum Beispiel. Da habe ich mir die auch hergeholt. Allerdings kann man die nicht swatchen, sondern die ist wirklich hart verpackt. Habe mir angeschaut. Paletten werden... Nee, Paletten... Oh, cool. Paletten werden irgendwie nie leer. Ich versuche da. Ich bin immer Anfang des Jahres sehr minimal unterwegs. Schaffe dann auch ein halbes Jahr mir mal nichts zu kaufen. Ja, noch ein bisschen mehr vielleicht. Und irgendwann dann so im Herbst, wenn auch die ganzen anderen tollen Sachen rauskommen, dann bin ich eine, die dann auch schon mal zulegt. Oder halt Black Friday, weil ich bin dann auch wirklich eine, die dann schaut, dass ich den besten Deal da irgendwo raushole. So, ich verbinde die mir einfach auf meinem Handrücken ein bisschen, die beiden. Und dann, wenn ich dann nicht aufpasse, gehe ich dann echt in den Kaufrausch rein und hole mir dann so viele, oder beziehungsweise denke dann, oh geil, toller Deal. Und die muss ich unbedingt haben. Ja, und dann habe ich wieder ein paar mehr. Da bin ich wirklich dann auch Verkaufsopfer. Aber so gerade die ganzen Flüssigprodukte, die brauche ich halt auch. Oder auch Puder. Ich habe einiges im Backup, aber ich brauche mir halt auch wirklich kein neues kaufen. Da lege ich jetzt einfach nicht so den Riesenwert drauf. Blushes sind auch eher Sachen, die ich mir relativ selten nur noch hole. Weil Blush oder auch Bronzer dauert auch eine Ewigkeit, bis der leer war. Oder leer ist. Ich habe schon mal öfter einen Bronzer und einen Blush leer gemacht. Da bin ich auch richtig, richtig stolz drauf. Aber, also das dauert schon ein halbes Jahr, bis man so ein Ding, oder ein Jahr, bis man einen Blush und einen Bronzer leer kriegt. Besonders, wenn man so einen Maxi-Bronzer oder so sich holt. Highlighter habe ich noch nie leer gekriegt. Da bin ich froh, wenn ich einen Hitze-Pan habe. Also wenn ich mal das Fändchen erreicht habe und dass man mal sieht, dass man da auch wirklich irgendwie ein bisschen den benutzt hat. Weil einen Highlighter benutzt man ja wirklich nur punktuell irgendwo. Ein Blush kann man mal ein bisschen gröber benutzen, besonders wenn der Ton relativ hell ist, kriegt man das ganz gut hin, den ein bisschen mehr zu benutzen. Ich trage mir den auch immer ein bisschen tiefer, meine Base auf, meine Foundation, damit man so ein bisschen die Übergänge nicht sieht. Zwischen Hals und zwischen da, wo man was aufgetragen hat und da, wo man nichts aufgetragen hat. Und arbeite sie mir wirklich mit einem ganz normalen Schwamm ein. So, jetzt gehe ich nämlich in einen alten Concealer rein. Der ist auch, also, seht ihr das? Da. Ich gucke immer auf meinen Bildschirm, damit ich euch das auch richtig zeigen kann, weil auf diesem kleinen Viewfinder sieht man das halt nicht. Also der ist wirklich leer schon fast. Da habe ich den Stoppmechanismus schon rausgemacht und das wirklich auf dem absteigenden Ast. So, ich gucke immer noch mal zwischendurch, ob irgendwelche neuen Nachrichten reingekommen sind. Oh, so, seht ihr? Da ist so gut wie gar nichts mehr drin. Und den nehme ich dann, um mir meine Kanten zu versäubern von meinem Lidschatten. Nimm dadurch meistens eigentlich die Spitze und ziehe den Richtung Augenbraue gerade hoch, relativ gerade hoch. So. So habe ich mir nämlich ganz einfach die Kante versäubert und brauche vorher beim Lidschatten nicht drauf zu achten. Man muss ein bisschen nach unten gucken.
damit die einigermaßen gerade sind. Und dann gucke ich gleich nochmal in den Spiegel, weil meistens ist die nicht, haben die doch nicht die gleiche Richtung. Wenn ich das jetzt mit einem Tape machen würde, müsste ich die ganze Zeit dieses Tape auf meinem Gesicht tragen. Und dann habe ich das Problem, dass ich ganz schnell tränende Augen bekomme. Und das ist ja auch nicht Sinn der Sache, wenn dann der Lidschatten sich ablöst oder gerade in den Ecken. Ich träne dann immer hier in dem Bereich und dann läuft es mir runter. Dass sich dann der Lidschatten ablöst oder man wirklich dann so Krümmel sich bilden schon fast. So, das sieht einigermaßen gerade aus, hoffe ich, auch für euch. Und dann gehe ich nochmal hin und nehme mal ein bisschen von dem hier. Der ist super, super voll. Also da werde ich bestimmt nochmal ein halbes Jahr dran arbeiten müssen, bis der leer ist. Und der ist krass deckend. Also manchmal lohnt es sich ja bei den Dingen eher auf die High-End-Variante zu gehen, als auf die Drogerie-Varianten, wenn man wirklich ein Produkt hat, was man komplett aufbrauchen möchte. Weil, ich meine, der ist jetzt extrem, da war extrem viel drin gewesen, da 7,8 Milliliter und der hat, steht es noch irgendwo, wo ich es lesen kann? Ich glaube, wow, wieso machen die das immer so klein? Der hat jetzt nur 4,4 Milliliter? Der sieht so mega groß aus, ne? 7,8 zu 4,4. Ein Tape, komme damit gut klar. Ärger mich gerade über Fallout. Deswegen mache ich immer meine Base später, weil ich nämlich auch diejenige bin, die jetzt nicht den Lidschatten abklopft oder so, sondern wirklich voll reingeht. Und dann kann ich mir das recht gut wieder wegwischen, wenn dann extremer Fallout da ist. So, also man muss wirklich aufpassen, der hat jetzt relativ wenig Milliliter drin. Ah, halbe Stunde vorbei, dann geht mein Spiegel aus. Ja, aber wenn man manchmal darauf achtet, dass zum Beispiel so ein Max & More Concealer nur 3, noch was Milliliter drin hat, der extrem voll ist zum Beispiel, oder auch so ein großer Catrice Lidschatten, der von der True Skin Reihe. Den musste man sich mal vergleichen. Der hat nämlich recht wenig Milliliter drin im Gegensatz zu dem ganz normalen, dem HD Liquid Concealer. Na, also da, wenn man Sachen wirklich aufbraucht, muss man mal auf das Kleingedruckte lesen, weil man dann vielleicht doch schauen kann oder da nochmal sparen kann. Ja, ich kriege einen Anruf gerade rein. Ich hoffe, das hört man jetzt nicht so extrem. Da gehe ich jetzt nicht dran. Den kann ich später annehmen. Das kannst du also später zurückrufen. So, und da muss ich nochmal, da habe ich einen Pickel mal. Da gehe ich jetzt nochmal einmal mit denen rein, lass es ein bisschen trocknen. Und bin dann damit fertig. Da gehe ich auch eher in den Lidschatten rein, in den Concealer rein, der meinem Hautton entspricht. Anstatt jetzt den hellen, den ich unterm Auge habe, zu benutzen. So. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ich mache euch mal das Licht, glaube ich, einen Tacken dunkler. Nein, da war sie falsch immer. So. Ja, ich glaube, das ist noch einen Tacken besser. Also ich tendiere dann immer das Tape daran zu setzen, wo eigentlich noch bei mir diese Falte ist. Und dann habe ich immer das Problem wirklich, dass ich an den Stellen keinen Lidschatten habe. Meistens auch dann unterschiedlich, dass ich auf der Seite das dann vernünftig hingekriegt habe und auf der anderen Seite nicht. Und wenn ich das halt mit dem Concealer-Trick mache, kann ich das besser in der Kamera sehen, beziehungsweise auch im Spiegel sehen, wo ich denn meinen Concealer hingetragen habe. So. Habe ich das jetzt auch verändert? So. Ich habe es euch jetzt, glaube ich, wieder ein bisschen besser gemacht. Ich benutze zum Abpudern im Moment das Lasting Fix von Manhattan. Nehme mir das hier mit so einem Puschel auf und trage das dann von unten nach oben. Denn oben will ich ja nicht so viel Puder haben, möchte aber trotzdem meinen Concealer ein bisschen setten. Und da habe ich halt dann schon das meiste benutzt.
und kann das vorsichtig dann im Rest meines Gesichts einarbeiten. Das Puder ist sehr weißend. Da muss man ein bisschen aufpassen. Für mich geht es. Mein Hautton kommt damit noch ganz gut klar. Ist sehr, sehr fein gemahlen. Also das kann man sich dann mal über den ganzen Schminktisch, Schreibtisch, wo auch immer man sich schminkt, gut rüberkippen. Da muss man echt aufpassen. Und es ist auch sehr, sehr, sehr fluffig irgendwo. Also es gibt ja Puder, die dann einigermaßen aneinander kleben. Und es gibt Puder, die überall sofort sich hinbewegen, wo man es denn hat, hart nicht haben möchte. So. Augenbrauen werden später gemacht. Die mache ich mir mit dem Kleber von Gatubi, dem großen, also dem, nicht dem kleinen Augenbrauenteil, sondern wirklich dem, ja, was ist das denn? Gel. Und ziehe sie mir dann mal hoch. Ich habe schon mehrere solcher Augenbrauenprodukte ausprobiert, aber irgendwie hält das mit dem Kleber am besten noch. Boah, ich sehe richtig ausgewaschen aus. Kann man da ein bisschen weniger Licht drauf machen? Weil so hell bin ich dann jetzt auch nicht. Und da ein bisschen Wärme rein. Noch schlimmer. So, lassen wir so. Egal. So, das ist schon mal abgepudertes Gesicht. Fühlt sich auch nicht mehr sticky an. Vielleicht da noch ein bisschen, aber das geht. Und dann gehe ich nämlich schon in, wo habe ich meine Lidschattenpalette hingelegt? Weil ich die ja wirklich aufbrauchen möchte. In die beiden Töne und nehme die als Bronzer. Wenn man einen ganz, ganz kleinen, eigentlich Highlighter-Pinsel wollen, ich glaube Lini Lashes ist der hat den Namen schon verloren, nimmt, passt er nämlich wunderschön in diese Mini-Fännchen rein. Und man benutzt nicht zu viel und kann sich die einfach da auftragen, wo man sie wirklich hinhaben möchte. Eigentlich müsste man immer von den Schläfen anfangen und dann runterziehen. Meistens vergesse ich das und setze eine Seite andersrum an und habe dann eher diesen Strich, den ich mir dann verblenden muss. Der ist halt ein wunderschöner Konturton. Und der ist eher so ein bisschen Bronzer. Und wenn man beide benutzt, kann man sich dann so ein Alles-in-Eins-Produkt machen. Seht ihr? Eigentlich müsste man von hier oben ansetzen, damit die Kontur schöner und ebenmäßiger ist. Aber ganz oft vergesse ich das halt auch. Ja. Ich stempel mir das halt so ein bisschen noch auf. Bringt halt noch mal ein bisschen mehr Leben ins Gesicht. Aus der Palette sind die nämlich nicht extrem pigmentiert, die Sachen. Schon pigmentiert, aber halt dieses pigmentiert und aufbaubar. Und deswegen funktioniert das einigermaßen gut noch als Bronzer. Und das sind zwei Töne, die einfach, zu denen ich jetzt nicht die Palette raushole und nicht dazu greife, wenn ich eine andere Palette vor mir liegen habe. Aber so nutze ich sie wenigstens. Ja, super. Seht ihr? Da habe ich es mal wieder verkackt. Aber egal. Ja. Nasenkontur ein bisschen, beziehungsweise ich mache nicht so eine Kontur. Ich gehe einfach halt an meinen Nasenseiten dran und mache sie ein bisschen dunkler. Ich weiß nicht, ob man das Kontur überhaupt bezeichnen könnte. Dadurch, dass meine Nase wirklich von dünn zu dick geht, kriege ich das nicht anders hin. So, und gehe dann vom Ohrläppchen, beziehungsweise vom Ohransatz runter und mache mir hier noch so ein bisschen eine leichte Kontur hin. Vom Ohransatz runter, weil man ja meistens auf den Ohren keine Foundation trägt. Und so hat man eine ganz gute Verbindung dazu. Beziehungsweise kann das schnell überblenden. Und gehe dann nach unten. Um da ein bisschen, ich meine, Doppelkinn habe ich nicht, aber so ein bisschen alles ineinander zu sein, machen, zu verblenden, sauber zu halten. So. Wo habe ich denn jetzt? Ich hatte mir zwei Blushes mitgebracht. Einmal ein von She Glam. Der hat so eine leichte Putty. Formuliere. Der ist so ein bisschen so ähnlich wie der neue Essence aus der Mini and Mickey LE. Seht ihr das?
Den kann man nämlich auch reindrücken. Da ist so ein Fuß eingeschlafen. Cream to Powder. Und dann habe ich mir von Ofra, dahin, da ist es besser, den Blush and Charm mitgebracht. Der ist auch so ein bisschen rosenholzmäßig. Die sind beide eher so ein bisschen heller, ein bisschen dunkler. Alles so in die Rosenholz-Richtung. Ich nehme einfach jetzt mal den von She Glam, weil ich ja gestern gefragt wurde, ob ich gar keine Puder- oder Cremeprodukte habe, beziehungsweise Flüssig- oder Cremeprodukte haben. Das ist so eine Art Cremeprodukt. Den nehme ich mit so einem zu klein gewordenen Foundation-Pinsel auf oder mit so einem Stippling Brush. Rühre da drin rum. Und trage ihn mir ganz normal auf. Den kann man nämlich auch wunderschön aufbauen. Und man hat nicht so viel Produkt auf dem Gesicht direkt. Ja, sowas funktioniert noch bei mir. Ich habe ja ölige Haut, auch an den Stellen so ein bisschen. Und wenn ich dann zu viel Creme aufeinander auftrage, löst sich das schneller ab. Bei mir habe ich immer das Gefühl. So, der setzt sich nämlich von alleine. Man kann nachher noch mal ein bisschen mit Puder drüber gehen, aber das meiste setzt er sich. Ein bisschen über die Nase drüber. Kann sich den auch noch hier oben hinsetzen. Wenn ich mit dem am Kinn hinsetze, denkt jeder sich, ich hätte mich beschlabbert. Also das funktioniert bei mir nicht. So. Sieht einigermaßen gut aus. Hätte ich jetzt gesagt. Machen wir dann nochmal einen anderen Puderpinsel. Damit verbinde ich mir das noch so ein bisschen. Wenn das wackelt, ist es mein Poeng. Und man kann natürlich dann auch einfach in ein anderes Puder, zum Beispiel das, gehen. Das ist nämlich auch schon so gut wie aufgebraucht. Puder gehe ich ganz schnell durch. Weil ich ja diese ölige Haut habe, ist Puder echt so ein Ding, wovon ich noch nie genug kriegen kann. Und Puder mache ich recht häufig am Tag nach, wenn ich merke, dass meine Foundation in manchen Bereichen nicht mehr so schön aussieht oder bröckliger geworden ist oder sich an Teilen abgelöst hat, nehme ich wirklich so eine Art Puder-Foundation und kann die mir dann wieder schön machen. So. Und sonst nehme ich meistens irgendein loses Puder. Was dann auch irgendwo funktioniert, meistens. Also irgendwie so was Helles, was nicht so viel Glitzer oder so, nicht so viel eigene Farbe hat. So, und jetzt nehme ich die alte, das ist noch die alte, müsste das sein. Das ist die, wo drei Highlighter, von der Seite ist es besser, wo drei Highlighter-Töne drin sind. Und ich gehe jetzt einfach in die beiden gleichzeitig rein, um so ein leichtes Highlight auf mein Gesicht zu setzen. Wenn man sich die neue holt, braucht man diese eigentlich nicht. Ich meine, ein Ton wäre relativ gleich gewesen. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ich meine, der wäre gleich gewesen. Also einer von den beiden Tönen ist gleich. Der dunklere Bronzer-Topper, wie auch immer man das bezeichnen möchte, der ist unterschiedlich in beiden Paletten. Der eine geht eher wirklich als Bronzer durch, so ein bisschen als Bronzer-Topper in die kühlere Richtung und der andere ist eher in die wärmere Richtung vom Farbton her. Die Highlighter tun sich aber beide nichts. So. Highlight ist gesetzt. Na, also, ich weiß gar nicht, welcher das ist. Ich glaube, das ist der wärmere und der andere ist kühler. So. Die habe ich auch. Ich finde die Partikel irgendwie zu grobkörnig. Man sieht es auf dem Gesicht, zumindest bei mir. Naja, bei mir geht das. Vielleicht auch, weil die relativ alt ist. Also der Weiße ist grobkörniger als der. Der ist sehr, sehr fein gemahlen und der Weiße ist ein bisschen grobkörniger. Aber wenn man den beide gleichzeitig reingibt, dann funktioniert sie bei mir eigentlich ganz gut. So, jetzt gehe ich nochmal in den Blushpinsel rein. Gehe damit ein bisschen drüber. Aber die hat halt Fallout des Todes. Also, ne? Oder beziehungsweise Kickback des Todes. Wenn man die jetzt nicht zumacht und auf meinem Platz ist auch schon überall Highlighter-Zeug. Da muss man wirklich aufpassen. Egal, wie vorsichtig man mit einem Pinsel reingeht, irgendwie hat die immer Kickback. So, das ist schon mal der Look. Soweit.
schaue gerade, ich habe einige Schüppchen, da hat sich was abgesetzt. Beziehungsweise die habe ich vorher nicht gemacht. Und dann gehe ich da einfach, mache mir die weg, tupfe ein bisschen dran rum, sodass sich die Foundation und das Puder darüber rauf verteilen und dann sind sie wieder weg. Jetzt ist meine Haut da ein bisschen rot, aber die wird so oder so bei mir direkt rot. So, unter Wimpernkranz, beziehungsweise erstmal Eyeliner. Ich könnte im Prinzip in den roten gehen. Oder ich könnte es wirklich auch heute mal neutral halten. Ich schaue mal einmal. Meine Kiste. Nee, Gold ist ein bisschen blöd. Das ist ein goldener von Ciate. Wenn überhaupt in Silberton. Da habe ich einen von den Glimmerstick von Avon. Der müsste silber sein. Nee, der ist auch weiß. Weiß-silber, so ein bisschen. Was haben wir denn noch bei mir liegen? Ich wühle mal eine Runde rum. Das ist noch ein bisschen heller Gold. Der ist übrigens auch da oben schon abgebrochen. Ein bisschen wieder zurückstecken. Zum Swatchen reicht das. Der ist halt so ein helleres Gold. Da finde ich aber den noch interessanter. Da ist das andere Silber. Das ist nämlich von NYX. Das nehmen wir heute mal. Wenn da noch was abgeht, das ist das Silber. Ich würde mal sagen, das geht ganz gut zu dem Look. Hoffe ich. Den trage ich mir jetzt erstmal in der Wasserlinie auf. Mascara ist auch so ein Ding, was ich eigentlich immer erst aufbrauche, beziehungsweise ich habe mehrere meistens offen. Aber die brauche ich dann auch wirklich auf, bis ich dann mal wirklich eine neue mir kaufe oder eine aus meiner Sammlung hole und die dann zu Ende mache. Weil Mascara, es steht ja wohl nur 3 Monate, beziehungsweise zum Teil auch 6 Monate dran, bis man die einzelnen sich aufbrauchen sollte. Aber es dauert eine ewig Zeit, wenn man so ehrlich ist. So, jetzt gehe ich mit einem dünnen Pinsel an meinen unteren Wimpernkranz. Das muss auch wirklich kein teurer Pinsel sein. Jetzt ist das wirklich so einer, der schon auseinanderfällt. Aber der funktioniert voll gut am unteren Wimpernkranz. Gehe jetzt erst in den hellen Ton rein. Gehe ich in den hellen Ton rein? Ich überlege gerade, ich könnte auch in den. Das ist so ein, ich gehe mal in den rein. Der ist so ein bisschen anders von der Farbe her, ins Orangene. In Maya Angelou. In den. Gehe ich jetzt rein. Der hat so einen leichten Schimmer, aber wirklich nur Saturnschimmer. Gucken, wie der darunter aussieht. Beißt sich ein bisschen mit meinem Silber, aber. Ich glaube, ich gehe in den daneben. Der ist so ein bisschen mehr gräulich. Dann beißt es sich nicht ganz so doll. In May Jamison. Wenn ich die jetzt richtig ausspreche. Dann beißt es sich nicht ganz so doll mit meinem, mit meiner Wasserlinie. Gehe jetzt einfach in den leichten Schimmerton rein, in das Bordeaux-farbene, auch mit dem gleichen Pinsel. Gehe zu meinem äußeren Wimpernkranz und verblende ihn damit. Welche Palette benutzt du denn im Moment? Könnte mir auch gut bei dir vorstellen. Ja. Und dunklen, lilafarbenen finde ich auch, glaube ich, gar nicht mal schlecht. Ich habe das jetzt extra so ein bisschen. So. Ich glaube, die eine Seite ist noch ein bisschen heller als die andere. So. Ich könnte auch nochmal, das ist der lilafarbene, der ist von She Glam auch. Den trage ich mir einfach noch mal im äußeren Bereich rein. Der hat so ein bisschen Duochrome.
und verbinde ihn jetzt so ein bisschen mit dem Lila, beziehungsweise mit dem Silber, sodass ich da meinen Fokus drauf setze, so ein bisschen noch. So. Und jetzt gehe ich nochmal in den Silbernen rein, wenn ich den finde, und verblende das so ein bisschen miteinander. So. Der ist schon fast schwarz, wirkt der immer in der Kamera. Der ist aber, hat aber wirklich einen lila Shift drin. Jetzt gehe ich nochmal in den Bordeaux-farbenen und setze den mir ganz an den Außenwinkel dran, sodass das irgendwo ein schöner Übergang ist. So. Mit so einem Pinsel. Oh, da ist er. Da ist mein Fokus. Habe heute drei verschiedene hier liegen. River Loves Me, Into the Jungle, Catrice Color Blast und Sophia Mabel oder Marble. Ja, die habe ich auch noch, die Sophia. Die Into the Jungle fand ich auch immer nicht schlecht. Ich habe sie mir aber jetzt nicht gekauft. Jetzt gehe ich nochmal in den ersten Ton, um das alles so ein bisschen harmonischer zu machen, ein bisschen Kanten auszublenden. Und welche Color Blast hast du denn von Catrice? Da gab es ja, glaube ich, zwei, oder? Das sind doch die aktuellen, die neuen, oder? Ich meine, die heißen Color Blast. Da gibt es ja einmal diese orangene und einmal die blau-grüne. Ah, ich versuche gerade, den Kajal wieder runterzukriegen. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch einen Innenwinkel. Ist es der? Nee, der auch nicht. Ich muss nochmal in den hellsten Ton, in den, und setze den mir auch in den Innenwinkel. Dadurch, dass ich den ja schon am Innenbereich benutzt habe, gibt es nichts mehr Helleres aus der Palette. Und dann muss ich halt in den sauren Apfel beißen und mir den auch in den Innenwinkel setzen. Ich habe das eigentlich immer recht gerne, wenn da wirklich mein Highlight sitzt, auch ein ruhig gerne ein Schimmer-Highlight. Weil das meine Augen halt noch einen Tacken öffnet und freundlicher wirken lassen. Lassen. Wie auch immer das heißt. Und nehme gleich eher einen fluffigen Pinsel und setze mir den. Obwohl, da kann ich auch einen wirklichen. Da gehe ich in den rein. Ja, da gehe ich in den rein und setze mir den im unteren. Dahin. Ja, manchmal sind die Worte einfach irgendwie nicht so da, wo ich sie gerne hätte. Dazu nehme ich jetzt einfach so einen schmalen. Ich erwachse den und setze mir den, weil er nicht ganz so extrem schimmert. Beziehungsweise wohl schon schimmert, aber keine gröberen Partikel drin hat. Setze ich mir den einfach unter meinem Augenbrauen. Ich finde, es gibt immer noch mal einen schönen Lichteffekt. Und ja, macht es halt noch irgendwo sauberer. Und den nehme ich jetzt auch. Und welchen setze ich mir dann nochmal am unteren Wimpernkranz hin, welcher jetzt passen würde? Ich nehme jetzt einfach nochmal den und setze den mir noch ein bisschen weiter am unteren Wimpernkranz. So. Ich mag das eigentlich bei mir immer recht gerne, wenn da auch zumindest ein bisschen Schimmer drin ist. So. Das finde ich schon mal recht schick. Und jetzt geht es eigentlich nur noch an meine Mascara. Ich habe nämlich im Moment wirklich drei Stück auf. Das sind diese beiden. Einmal die Lash Paradise und die Lash Without Limits von Catrice. Sowie so eine Probe, wenn ich sie gerade finde. Da. Von der Bad Girl Bang. Lieblingsmascara. Im Prinzip immer die, die ich benutze. Ich hatte mal eine Fenty-Lieblingsmascara, die fand ich total klasse. Die hat so ein bisschen wie diese hier gehabt. Ich weiß aber nicht mehr, wie die heißt. Die war auch aus irgendeinem Beauty-Adventskalender, ich glaube von Douglas, vor 2 oder 3 Jahren. Die fand ich total genial. War aber zu geizig, mir die zu kaufen. Die ist echt schick, die lässt sich auch super gut abschminken, hält aber auf dem Auge, ohne zu verschmieren. Die mag ich auch, wenn man die günstig haben will. Da muss man aber wirklich aufpassen, meine Wimpern gehen bis hier oben am Augen, zur Augenbraue, dass die ganz schön schnell abstempelt. Da muss man wirklich das Ganze, bei mir das ganze gesamte Lid irgendwo mit Lidschatten haben. Sonst würde die abstempeln, macht aber auch einen schönen Wimpernschwung. Die ist fast gleich mit der. Ach nee, Quatsch, andersrum. Die.
Die Essence, die hat ein ähnliches Wimpernbürstchen, was ich auch recht gut mag. Die. Das Wimpernbürstchen sieht sehr, sehr ähnlich aus. Die ist schon fast ausgetrocknet, macht im Prinzip das Gleiche. Vom Volumen her und so weiter. Also ich mag beide Mascaren. Und die, die wirklich nicht funktionieren, die benutze ich auch wirklich nicht häufig und packe sie dann weg. Also die funktionieren beide für mich gut und auch ähnlich. Die ist ein bisschen feiner, die macht mehr dicke Wimpern. Ich kann sie mal unterschiedlich auftragen, einfach mal von den beiden Seiten. Und dann kannst du ja mal den Unterschied sehen, ob da wirklich ein Riesenunterschied ist. Ich nehme jetzt erstmal die von Essence. Die hat halt ein Gummibürstchen. Ich habe die auch schon öfter mal einfach gegeneinander laufen lassen. Die ist schwieriger beim Abschminken, finde ich. Stempelt aber trotzdem zwischendurch mal ab. Das ist schon mal die Seite mit einem. Jetzt kommt die dran auf die andere Seite. Also wer wirklich nicht viel für Mascaras ausgeben möchte, der kann ich komme mit der Essence gut klar. Ich habe schon viele gehört, wo dann die Mascara im Prinzip über den Tag verschwindet und sich irgendwo ablöst, bei mir aber nicht. Oh, das war schon mal die erste. Ich wackel immer wirklich von unten bis nach oben und versuche mir die so ein bisschen auch an der oberen Wasserlinie abzustempeln, so dass ich da nicht irgendwie einen weiteren Kajal für einsetzen muss. So, da sind die beiden Unterschiede, beziehungsweise jetzt bei einer Lage. Ich weiß nicht, ob man da jetzt wirklich was sieht. Die macht ein bisschen mehr Länge, die macht ein bisschen mehr. Ich schaue jetzt immer ganz nah. Die macht ein bisschen, die fächert das mehr auf. Wenn man jetzt in zweite Runde reingeht, schönes Bürstchen von Essence. Ich probiere es heute mal mit der Telescopic Lift von L'Oreal. Hatte ich mal in einer Box. Die habe ich nämlich zum Beispiel auch noch nicht ausprobiert. Die soll aber auch richtig, richtig gut sein. Ja, das Essence-Bürstchen ist halt dieses tannenförmige, relativ schmal gebunden so, oder relativ nah beieinander sind diese Bürstenhaare, Spitzen. Und dadurch nimmt die wirklich jede Wimper auf. Macht auch wirklich Schwung und Volumen nach oben und auch wirklich Länge, finde ich. So, das ist jetzt mal der zweite Code. Die zweite mal reindippen. Und jetzt den. Ich mag die schlichten Bürstenköpfe. Komme ich gut mit klar. Ja, ich nehme mich auch. Ich mag aber auch hier diese Hourglass-Bürstenköpfe, die so ein bisschen in der Mitte zusammengehen, wenn die jetzt nicht zu extrem sind. Ich hatte auch mal irgendeinen, ich weiß aber nicht mehr woher, die hatte so einen extremen Bürstenkopf. Da ist das in der Mitte zu doll zusammengegangen. Damit kam ich auch nicht gut klar, weil die dann nicht alle Wimpern überall gleichmäßig genommen hat. So. Wieso da jetzt diese eine immer so komisch absteht gerade, weiß ich auch nicht. Da in der Mitte. So. Ich glaube, jetzt kann man einen relativ guten Unterschied sehen. Die macht ein bisschen mehr Länge als die von der Seite. Ne? Die ist nicht ganz so lang, aber vom Tragegefühl ist eigentlich diese besser, muss ich sagen. Die Lash Paradise. So. Und wenn man die jetzt nochmal ein bisschen nachträgt, ist das im Prinzip das gleiche auf beiden Seiten. Ich finde das immer schwierig, wenn man mit dem Bürstenkopf klarkommt. Sieht toll aus auf deinem Auge. Hourglass habe ich tatsächlich noch nie probiert. Hourglass habe ich auch noch nicht. Also ich bin eher so Drogeriemascara. Diese habe ich auch mal aus irgendeiner Box. Das ist nämlich auch nur eine Probe.
Ich habe auch noch keine MAC-Mascara probiert. Die ist übrigens auch noch wirklich gut für den unteren Wimpernkranz. Die trocknet, ist nämlich so gut wie ausgetrocknet. Ich habe ganz viele von Catrice schon probiert. Die waren alle nicht schlecht. Manche sind schneller ausgetrocknet als andere. Was habe ich noch probiert? Die Roller Lash von Benefit, die finde ich auch nicht schlecht. Aber die sind dann auch wirklich teuer. Und ob man das jetzt braucht, weiß ich nicht unbedingt. Also ich finde Mascaras, da kann die Drogerie genauso gut wie die High-End-Marken. Und auch wirklich die günstige Drogerie. Ach so, die Aua. Ah, die Sanduhr. Ja, die funktioniert gar nicht mal schlecht. Also wenn die jetzt nicht so extrem in der Mitte sind, also extrem dünn in der Mitte sind, funktionieren die ganz gut. Ich habe die, glaube ich, von Trend zugeschickt gekriegt, genau. Von der Plattform Trend. Ja, die macht halt eine gute. Die lässt sich schlechter abschminken, macht aber ein bisschen mehr Länge. Und die lässt sich ganz, ganz einfach abschminken. Da brauche ich wirklich, ich gehe abends immer einfach mit einer Waschlotion rein, so einer Abschminklotion, Abschminkseife, über mein ganzes Gesicht erst. Und danach nehme ich mir so ein wasserfestes Abschminkzeug für die Augen. Und da brauche ich wirklich ganz, ganz wenig nur noch, um die komplett von meinen Wimpern zu entfernen. Da muss ich ein bisschen mehr rubbeln. Aber das ist jetzt auch der riesengroße Unterschied. Und da muss ich auch ein bisschen mehr rubbeln, habe ich das Gefühl. Aber, weiß ich nicht, also der Preisunterschied, glaube ich, zu denen sind 15 bis 20 Euro, Pi mal Daumen. Und da würde ich mir lieber die holen als die, weil die macht den gleichen Job und hat ungefähr die gleiche Bürstenform. Die soll ja ähnlich sein zu irgendeiner, ich weiß es nicht, irgendeiner L'Oreal-Mascara, die auch so gehypt wurde. So. Diese. Schon wieder das Ding ausgegangen. Dass es wirklich nach einer halben Stunde geht, mein Spiegel aus. Dann sagt er nämlich, ich sei fertig, bin ich aber noch gar nicht. Also die ist klasse. Die ist aus dem aktuellen Update. Die gibt es sogar in braun. Wer lieber braune Mascaren haben möchte. Ich bin da ja wirklich... Da muss man auch was sehen können von meinen Wimpern. Und so ist dann auch jetzt mein Endlook. Ich nehme nochmal ein bisschen Lipgloss auf den Lippen. Meine Lippen sind nämlich sautrocken. Wenn ich da jetzt irgendwie einen Liquid Lipstick oder einen anderen Lippenstift drüber geben würde, der würde meine Lippen nur austrocknen und weiter. Aber um ein bisschen Glanz zu haben, gehe ich jetzt einfach mal mit dem Lipgloss rein. Das ist der, wie heißt er denn? Ich vermute, den gibt es nur noch online. Generation Plump and Shine. Vermutlich gibt es den noch bei Cosmetic for Less. Der hat aber grobe Glitzerpartikel, die man jetzt nicht so auf den Lippen merkt. Die bleiben aber permanent drauf, sodass man irgendwann den Schein verliert, aber die einzelnen großen Glitzer-Dinger noch sind, noch da sind. Ich habe auch noch einen anderen aus der gleichen Serie. Das ist der Orangene. Habe ich da noch einen Namen zu? Sparkling Coral und der heißt Golden Zircon. Dieser heißt Golden Zircon oder so ähnlich. Und der heißt Sparkling Coral. Der macht das zum Beispiel nicht. Der hat ganz, ganz feine Glitzerpartikel drin. Ich weiß nicht, ob man das, wenn ich den einmal auf dem Handrücken swatchen würde, ob man das sehen könnte. Also ich vermute, dass es den noch bei Cosmetic for Less gibt. Der macht, das ist der, den ich gerade drauf habe. Nee, man sieht aber nichts von den. Also der hat wirklich gröbere Glitzerpartikel drin, die man dann auch auf den Lippen sind und die dann auch auf den Lippen sind. Spüren tut man so nicht, aber man sieht sie, wenn das Glitzern, wenn der Schein weg ist. Der bleibt nämlich der Glitzerdinger. Und das ist ein bisschen deckender und der ist auch wirklich nur shiny. Wunderschön Richtung Frühling, Sommer. Und machen eine schöne, keine stringy Lips, wo man dann diese einzelnen Fäden dann auf den Lippen merkt, sondern wirklich gepflegte Lippen, die vernünftig funktionieren. So, jetzt mache ich mal aus. Jetzt sieht man ein bisschen mehr. Fahre ich mal den Rest hoch an Helligkeit wieder. Beziehungsweise ist immer schön, wenn man anstatt es hell zu machen, erstmal die Farbe ändert. So, das ist erstmal der fertige Look für heute.
denke mal, einen wunderschönen Alltagslook, der auch ganz gut funktioniert. Mit der I am a woman. What's your superpower? Also von Ciate finde ich das eine richtig gelungene Palette. Ich weiß nicht, ob es die noch irgendwo zu kaufen gibt. Die war auch mal in irgendeiner Box, irgendeinem Weihnachtskalender drin, meine ich. Ich glaube, eine Glossybox vor 3 Jahren, Weihnachtskalender. Die hat immer einen interessanten Geruch, so ein bisschen Billig-Make-up ist es aber wirklich nicht. Also die hat schöne, richtig schöne Töne drin. Die Sigma New Mod wird, finde ich, immer mehr gehypt, als sie eigentlich darstellt. Gerade von den Schimmertönen war ich die erste Runde, die ich die benutzt habe, echt enttäuscht, muss ich sagen. Da hatte ich mir so viel mehr vorgestellt und ich kann euch mal ein paar Vergleiche zu den Glam Shop Single Lidschatten geben. Gerade von dem einen Ton, von diesem hier. Ich meine, den hätte ich auch noch als Single Lidschatten von Glam Shop. Da ist der eigentlich wirklich ein Witz gegen. So, morgen früh schminke ich mit euch einen Barbie Look. Da habe ich auch schon irgendwo da. Nö, die sieht man nicht mehr da vorne, theoretisch. Ist im Moment nicht im Bild. Schon einige Paletten liegen. Da wollte ich mal so richtig Barbie-Make-up machen. Mal schauen, was daraus wird. Wie Barbie es auch dann wirklich sein wird. Ich habe schon mehrere Blushtöne, die jetzt auch wirklich in die rosa Richtung gehen. Ich muss mal gucken, ob ich einen passenden Lippenstift finde, der jetzt mehr rosa ist, weil ich eigentlich auf pinke Lippen gar nicht stehe. Die finde ich, die stehen mir einfach nicht. Auch mir steht lieber so ein moviger Blush oder so ein orangener Blush anstatt ein rosa Blush. Aber ich habe trotzdem ein paar Optionen bei mir gefunden, die auch, glaube ich, für diesen Barbie-Look nicht schlecht sind. Und dann würde ich mal sagen, ja, es ist jetzt 10 Uhr. Wir sehen uns morgen wieder. Denn ich muss gleich mal meinen Perso abholen gehen. Der liegt da, glaube ich, schon seit 1,5 Monaten. Und ich glaube, gerne. Haha, cool. Dann hab auch einen schönen Tag. Wir sehen uns morgen um, ich denke mal, wieder 9 Uhr zu einem geilen Barbie-Look. Mal gucken, wie der so wird. Ich freue mich da schon drauf. So, tschüss und schönen Tag noch. Genießt den Tag. Heute soll es ja recht sonnig werden, zumindest bei uns in NRW. Naja, kalt, aber sonnig. Ich habe lieber die Variante, anstatt in den nächsten Tagen soll es ja regnen. Da freue ich mich nicht ganz so drauf. So, tschüss und schönen Tag noch. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Hat Spaß gemacht. Tschüss.